So, und damit hallo und herzlich willkommen wieder mal zurück hier in unserer schnieken kleinen Welt. So. Anscheinend lädt das ganze System heute. Heute ist ein bisschen hakelig, ich weiß auch nicht, irgendwie gab es vorhin ein Update. Jetzt bei nur einem Programm und seitdem hakelt ein bisschen manches. Muss mal gucken, vielleicht liegt es auch daran, dass er gerade noch Updates oder sonst was zieht, keine Ahnung. So, ansonsten bin ich recht glücklich. Halloween-Wochenende halbwegs gut überstanden, beziehungsweise finde ich so ein bisschen doof, Halloween-Wochenende zu sagen. Wobei, man muss es ja sagen, in den letzten Jahren nimmt dieser Trend ganz schön zu, oder? Jetzt mal kurz gucken. So, ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Aber ich brauche das. Ich brauche das. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. So, wir müssen ein bisschen basteln. Denn ich möchte etwas ausbauen. Mit dem Nebel nervt mich immer noch so ein bisschen. Ich weiß echt nicht, warum wir den haben. Na ja, gut. Verdammt, ich muss ja kurz in meinen Ofen gucken. Habe ich das Eisen eigentlich in den Ofen gepackt? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Ich bin mir doch gar nicht mehr so sicher. Eigentlich müsste ich das gemacht haben, aber ach, wie so oft. Ja, Stein. Achso, das war derselbe Ofen. Eisen, da ist es. Sehr schön, wunderbar. Kohle nehmen wir auch mit. Und weil die Kohle hier kann ich da drin lassen, ist nicht so dramatisch. So. Halt. Was haben wir hier? Hier oben ist Erde. Ja. Hier mache ich mal so Gedöns rein jetzt. Ja, hier kommt jetzt einfach mal so Gedöns hin. Alles, was ich jetzt aktuell nicht brauche, weil. Darum. Genau. So. Das ist ziemlich viel, möchte ich mal sagen. Denn ich werde ziemlich viel nicht brauchen. So, wir legen mal das hier hin. Genau, das brauchen wir auch nicht. Das brauche ich eventuell. Sicher bin ich mir da aber noch nicht. Okay, gut, dann können wir raus. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da überhaupt was brauche. Ich sag jetzt noch nichts. Der eine oder andere hat vielleicht schon eine Idee oder kann sich das überlegen oder grübelt und malt sich da schon so einige Sachen aus. Ich sag aber noch nichts. Naja. Ach, Blackwell. Guten Morgen. So, sehr schön. So. Traukeimspitzer. Ja, definitiv beste Entscheidung ever. Ah, hier ist auch schon ordentlich was los. Sind fleißig zugange, die Leute. Ach ja, hier habe ich ja auch noch tonnenweise Holz. Hier müsste noch das ganze Zeugs davon sein. Das kann ich mal mitnehmen, das kann ich gebrauchen. Sonst sehe ich hier nichts, was ich gebrauchen könnte. Wir müssen damit nur wieder ein bisschen was machen. Oh, ja, hier haben wir schon mal was. So. Nein, hier ist auch nichts. Nee, auch nichts, was sich zu verkaufen lohnt. War die Diamanten? Naja, egal. Gut, hier vorne. Ist hier noch eine Werkbank? Warte mal, da hinten in der Truhe war, glaube ich, gar nichts mehr drin, ne? Die hüpfen, springen und freuen sich ihres Lebens. Warte mal. Ich nehme mal kurz ein bisschen Holz mit für eine Werkbank basteln. Dum, 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 dum. Nehmen wir. Hier komm, 4 Eichenholz reicht. Sehr gut. So. So, genau. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dafür brauchen werde. Ich kann, glaube ich, immer nur 16 Stück, genau. So. Genau, und so habe ich sogar noch ein bisschen Reserve. Oh mein Gott. Alles dafür draufgegangen. Ja, egal. Das zwingt uns dann dementsprechend auch mal wieder ein bisschen den Poppes vom Sofa hochzurappeln, vom steinernen Holzsofa hier.
und ein bisschen in der Welt rumzuschauen und ein bisschen nach den Ressourcen zu suchen. Das, was wir eigentlich sowieso machen müssten, wenn wir nicht so viel davon hätten, mehr oder weniger jetzt. So, dann gehen wir hier in unseren, ihr kennt es ja noch, ne, lang, langes Zer. Hier haben wir Ewigkeiten lang abgeschürft, bis dann eigentlich nichts mehr da war. Ich glaube, es müsste irgendwo noch weiter runtergehen. Ah ja, hier. Ja, haben uns ja mächtig Mühe gegeben damals, ne? Alles hier runtergeschlagen in den Fels hinein. Von rechts höre ich irgendwas. Ich habe doch eben West gehört. Ha. Hier ist auch nichts. Hier dampft es auf jeden Fall überall. Müssen wir gleich nochmal gucken. Ich muss mal leise sein. Oh, hier haben wir mal einen Stein reingehauen. Das bedeutet, da ist höchstwahrscheinlich Lava oder sowas. Genau. Okay, gut. Jetzt wissen wir Bescheid, wo sie herkommt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da rankommen. So. Sehr schön. Aha. Das kriegen wir hin. Das sollte, glaube ich, kein Problem werden. Sehr schön. Ah, ja, ihr wisst, was ich vorhabe, ne? Ja, ich glaube, jetzt müsste es eigentlich klar sein. So. Nein! Ach, Mann. Das ist ätzend. Jetzt habe ich doch tatsächlich Eimer weggeworfen. Oh, nervig. Hier kommt der Kies, braucht keiner. Und das braucht auch keiner. Die Blumen brauchen wir eigentlich schon. Hier, komm, ich trenne mich davon nochmal. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Das sollte ich behalten. Das brauche ich nicht. Alles muss ein bisschen wegwerfen hier, ne? Ein bisschen aufräumen. Genau. So, dann sollte das ja reichen. Genau, das noch mit weg. Und den einen Lava-Eimer. Wie viel Platz habe ich? Jetzt abzählen nicht, dass ich gleich hier das Problem kriege, dass ich nichts machen kann. Ja, genug würde ich sagen. Okay, müssen wir mal gucken. Dass wir da an den Rest rankommen. Ha, das wird gar nicht so einfach. So. Okay. Wie viel Platz ist noch? Gut, das muss hier weg. Dann haben wir hier noch 3 Stück, okay. So. Sehr schön. So macht man das, ne? Ja. Und ratzfatz. Oh, da habe ich gerade gesehen, das Redstone. Yeah, sehr geil. Braucht man bloß Platz dafür. Warte mal, was kann ich denn wegschmeißen? Habe ich irgendwas Gammliges dabei? Irgendwas, was ich nicht brauche? Ach komm, hier das eine davon, das braucht eh kein Mensch. Redstone haben wir schon mal hier. Das heißt, dann kann ich den Redstone damit ersetzen. Pack den Eimer hier hin. Den noch weg, vorsichtshalber. Dann müsste ich genug Platz haben, ja. Dann sollte das passen, weil den würde ich gerne mitnehmen. Ja, wollen wir schon mal sehen? Sehr schön. Bringt ja auch Knete. Achso, sehr gut. So, jetzt habe ich natürlich gar keinen Platz mehr für irgendwas. Außer, ich schmeiß nochmal was weg. Aber ich wüsste jetzt nicht was. Ach, hier kommt Erde. So. Das kann auch weg. Dann machen wir nochmal einen Eimer Lava voll, würde ich sagen. Genau.
Jetzt sollten wir, glaube ich zumindest, reichlich haben. So. Mal gucken, dass wir ein bisschen Platz machen. Dass man hier einfacher hinkommt. Wir brauchen es uns jetzt nicht mehr so schwer machen, ne? Jo, weil da kann ja jetzt nicht mehr viel passieren. Genau. Sehr schön. Wunderbar. Ein bisschen Platz schaffen hier. Juhu, sehr gut. Mensch, da bin ich doch erleichtert, dass das so gut geklappt hat. So, ich weiß, das ist ja hier genug. Ja, ich kenne das ja schon. Ach, jetzt ist es draußen Nacht. Egal. Wir sind in der Stadt. Uns kann ja dann eigentlich nicht viel passieren. Weil wir sind ja in der Stadtmauer. Das heißt, wenn wir da jetzt hochkommen, sollte da eigentlich alles soweit hell erleuchtet sein. Vielleicht hier und da ein kleiner Zombie, aber wir können es ja schnell ein Haus retten. Beziehungsweise gleich in die orkische Botschaft gehen. Da sollte ja dann alles sicher sein. Wir haben ja genug Bodyguards dort, ne, die uns beschützen. Ja, wahrscheinlich. Ah, Höhlengeräusch. Ist schon okay, ich weiß, dass ich hier in der Höhle bin. Ich bin mir der Tatsache bewusst. Oh, es regnet auch noch. Ja, Mensch, das ist ja mal was. Eigentlich sollte das ja alles zu sein hier, aber naja. Wie man sieht, sieht man nicht so viel. Ich weiß noch, ich hatte am Anfang, ganz am Anfang, als wir mit dem Let's Play hier auf dem Server angefangen haben. Woho. Ui. Da hatte ich meine Mod installiert, die dafür sorgen sollte, dass man mit der Fackel rumrennen kann und es dann dementsprechend hell ist. Die hat aber nicht so richtig funktioniert. So, sehr schön, wunderbar. Jetzt könnten wir noch XP farmen, indem wir die paar Monster, die noch übrig sind, platt kloppen. Und hier hängt hier irgendwo ein garstiges Skelett. Ach, das hat sie schon platt gemacht, ja. Auch nicht schlecht, ey. Die Lady ist gut, möchte ich sagen. Warte mal. Ich bringe mal ein bisschen was weg, dann können wir ein paar Sachen aufsammeln, wie zum Beispiel ein Redstone oder sowas. Den kann ich hier in unsere Truhe packen. So. Na ja, toll. Man müsste natürlich vorher umpacken, ne, damit man das dann dementsprechend auch da reintun kann. Ah, ja. Aber ja, manchmal ist es nicht einfach. So, das hier. Genau, das Gold. Komm, hier, komm, das kann so. Das macht so mehr Sinn. Hatte ich hier nicht noch irgendwie was? Ach nee, das habe ich da hinten in die Kramkiste gepackt, genau. So. Das bedeutet, wir haben jetzt tonnenweise Lava. Ja. Die wir aber noch nicht benutzen können, weil wir erst einmal dafür sorgen müssen, dass... nee, das kann ich nicht zusammenpacken. Das hier? Nee, auch nicht. Das entsprechend... Ja, ich eine bessere Schaufel habe. Ja, weil wir brauchen jetzt erstmal jede Menge, was wir ausheben müssen, ne? So. Achso, ja, falsch. Ach, wir brauchen Holz. Ups. Mensch. Schrecklich. Ja, wir nehmen das noch mit. Müssen wir mal gucken. So. Na toll. Ich hasse das, dass man immer so viele bekommt, so viele Stöcker, ne? Wenn man doch eigentlich nur, weißt du was? Wir machen das anders. So. Machen wir das halt so. Genau. Vielleicht ein bisschen Materialverschwendung, aber ach. Pff, mir egal. Wir sehen auf jeden Fall, da unten ist genug Lava. Also eigentlich sollte man, also, ja, was wir ja schon mal hatten damals, als wir hier die Lava gebraucht haben, ne? Für unseren Ork-Tempel. Also wenn man keine Lava mehr hier findet in der Nähe und man zu faul ist, dann einfach nur in den Nether gehen, ne? Mhm. Und ich sehe gerade, das hier könnte ein Problem werden. Mit dem Holztürchen, aber das kriegen wir auch hin.